Das war der letzte Servo. Hier ist der mobile omnidirektionale Neutralisations- und Terminations-Eradikator. Oder Monte. Merkmale? Eine messerscharfe Gelenkkillersäge, ein Schleif- und Kipprad aus Polycarbonat, ein Panzerplatten-Außenskelett für Unter- und Oberseite, ausgestattet mit einem PS, das ausreicht, diesen 110 Pfund schweren mechanisierten Tod in 4,8 Sekunden vernichtend zuschlagen zu lassen. Ist es falsch, wenn ich sage, ich liebe unseren Killerroboter? So wie meinen Vater, liebe und fürchte ich den Kleinen. So, genug der Worte. Lasst uns was zerstören. Eins, zwei, drei. Also, was soll als erstes Montezorn zu spüren bekommen? Vielleicht sollten wir mal klein anfangen. Okay. Oh, vielleicht finden wir ja heute heraus, was sich im Inneren der magischen Achterkugel befindet. Das habe ich schon, als ich vier war. Das ist ein Icosaeder schwimmend in blau gefärbtem Wasser. Mann, gib doch Spoiler-Alarm, bevor du solche Sachen erzählst. Wie wär's denn mit dem Toastergrill? Was hat der Toastergrill dir denn getan? Was hab ich Jimmy Mullins in der dritten Klasse getan? Er hat mir ins Gesicht geschlagen mit meinen eigenen Fäusten. Entschuldige, kleiner Nerd, du bist einfach nur zur falschen Zeit im falschen Jungzimmer. Gentlemen, die Schutzbrille. Dies ist ein feierlicher Augenblick. So wie Robert Oppenheimer oder Neil Armstrong benötigen wir die richtigen Worte für dieses historisch-wissenschaftliche Ereignis. Wie wär's mit Tod dem Toaster? Das musste gehen. Gut, was als nächstes? Nein, ich denke, ich gehe heute nicht mehr weg und mache meine Wäsche.